Hier haben wir den neuen Hyundai i30 Kombi. Dieser ist 10 cm länger als der Vorgänger und bietet somit auf allen Plätzen genügend Platz. Den Innenraum kennen wir aus dem normalen Fünftürer. Hier haben wir jetzt eine neue Innenraumfarbe, dieses neue Blau. Mit bis zu 1650 Liter Kofferraumvolumen reicht er eigentlich schon an die Konkurrenz in der Mittelklasse heran.